Ich habe da ein tolles Manuskript über mein Leben in der Hand, das muss die Welt erfahren. Hier begann meine Karriere auf den großen Bühnen der Welt mit viel Schweiß, viel Arbeit und noch viel mehr Spaß. Wer ihr seid, in welchem Verhältnis ihr zueinander steht, das ist euch völlig frei überlassen. Wir werden interessiert zusehen, was ihr uns erzählt. Das ist das Einzige, naja, und ganz offensichtlich ist hier jemand schwanger. Zum Spaß sind sie hier nicht, auch wenn es manchmal danach aussieht. Die sogenannten Start-up-Schüler werkeln an der eigenen Karriere, nicht verbissen, aber fleißig. Die Wochenenden werden ausnahmslos dem hohen Ziel geopfert. Wir kriegen hier 4 verschiedene Tanzunterrichtsarten, also von Ballett bis Hip-Hop. Und auch Einzel-Schauspielunterricht, Gruppenschauspielunterricht und Gesang. Und ja, ich tue mein Bestes, also mehr kann man nicht machen. Man muss natürlich Talent mitbringen und Wille, auf Wille immer weiter kämpfen und dann auch ein bisschen Glück natürlich. Ein bisschen ist es wie bei Heidi Klum. Lauter junge Menschen, die etwas aus sich machen wollen. Die Vortänzer parlieren mit leicht englischem Zungenschlag. 5, 6, 7, got no balls to speak, so... Bei den Kindern sind die Sitten nicht ganz so streng. Sie sind in der Tat zum Spaß hier. Mehr als 200 Knirpse besuchen das sogenannte Stagecoach-Programm, mehr oder weniger ambitioniert. Wir haben immer Schauspiel, Tanz und Gesang. Und am meisten Spaß macht mir eigentlich Schauspiel und Gesang. Also ich würde gerne mal große Sängerin werden, so wie Michael Jackson es war, und meine Mutter würde das auch toll finden, weil ich eben sehr gut singen kann. Ich bin auch im Schulchor. Ja, aus Spaß kann schnell ernst werden hier in der Stage Factory. Nur 2 Räume weiter proben echte Profis. Eine Varieté-Prinzessin fängt gerade an, ihren Auftritt im Berliner Wintergarten einzuüben. Ein ganzer Monat harte Arbeit steht der Combo nun bevor. Aus Ernst wird trotzdem wieder Spaß. Das soll der schönste Monat werden. Wir wollen Spaß haben, wir wollen Lust bekommen, an diesem Projekt, an diesem Abend zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, einfach diese Freude auf der Bühne zu entwickeln und aufs Publikum zu übertragen. Das Probenpublikum ist durchaus angetan, von der Performance und auch von den Räumlichkeiten. 900 Quadratmeter Spielwiese für Start-up-Schüler, die zurzeit noch keiner auf dem Zettel hat, und für gestandene Künstler, die hier unterrichten. Also das ist Drew Sarich und wir sind hier mit der Stage Factory und wir proben hier. Also das ist jetzt die erste Besprechung für ein Konzert, an dem wir ihn besuchen, also bei ihm mitmachen dürfen als Chor. Und wir haben jetzt hier 6 Songs und wir proben einfach gerade nur die Termine durch. Was ist sehr interessant hier in Stage Factory ist, ich probe hier auch meine eigenen Shows. Und wir lassen die Kids rein, die gucken meine Probe an. Wir treffen uns manchmal in die Pause. Und die sehen nicht mit all die schönen Kostüme und die schönen Schminken, dass alles perfekt ist. Die sehen den Prozess, was das ist, eine Show zu bauen. Hier kommt der Klapperstorch. Im Laufe des Gesprächs wirst du deine Wehen bekommen. Okay. Improvisieren geht überstudieren. Mit dieser Schauspielerweisheit geht es in die nächste Übungsrunde. Halten Sie die Blumen bitte. Zum Schauspieler, das wird hier stets betont, ist keiner einfach so geboren. Aber wer keinen Spaß hat, selbst bei ernster Arbeit, der hat hier schon verloren.